Weil theoretisch. Ich hätte noch ein bisschen warten müssen, ne? Aber das wäre prinzipiell. Nein, nicht den da. Ich würde den da lang. Danke. Chi ist doch eins auf Japanisch. Well, this is quite fascinating. Ich glaube, dieser Ort ist zum. Gibt es überhaupt einen Millimeter, wo man den hier würgen kann, ohne dass man, dass man nicht gesehen wird? Da kommt Zahn für 3. Ich hab die Zahn schon wieder vergessen. Nee, das kannst du vergessen. Das ist halt genau das Problem, was ich letztes Mal auch hatte. Das ist halt, das Ding mit Jason Portman sieht ja an und für sich ganz interessant aus, aber du hast halt nur ganz wenig Zeit für das Ereignis und ich weiß halt nicht, wann du ihn dir schnappen sollst, ne? Du kriegst ihn halt einfach nicht ran. Weil das ist halt erst nie irgendwo alleine. Könnt ihr mal noch? Hm. Guck mal, jetzt hier gerade da oben. Ja, sehe ich, dadurch, dass es hier ein großes Gewächshaus ist, sieht dich halt auch jeder Idiot hier, ne? Ja, Richard, ich bin nicht überrascht, dass du dich zumindest fließend Hiragana und Katakana kannst. Ich meine, ich erwarte ja keinen, dass du Kanji kannst, aber das ist die phonetischen Dinger sollte man ja zumindest irgendwie hinkriegen, oder? Kann man zumindest die Namen lesen. Ist interessant, dass mich der Direktor erkennt. Überhaupt erkennt mich irgendwie jeder. Na gut, der glatzköpfige Direktor weiß bestimmt, dass, dass er keine glatzköpfigen Wachen eingestellt hat. Warte mal, er geht auf Klo, ne? Ah, das hätte man vielleicht vorbereiten können. Oh, hi. Also ich meine, er würde mich zwar sehen, wenn ich ihn erwürge. Das können wir aber vorbereiten, oder? Weil da springt ja bestimmt einer an auf das. Bist du der Zeit darin, Mistchen? Ja, das ist das. Theoretisch müsste der Direktor gleich von rechts kommen, bis mir von links kommt der Direktor, aber der sieht mich bestimmt so schnell nicht. Haha, wusste ich doch. Das ist ein real Bodyguard. Scheiße, warum hat er dieses dumme Klo zwei Türen? Oh, ich war gerade absolut sicher, dass es die richtige Tür ist, wo ich den Typen durchziehe. Vaginalverjüngung? Was? Was lese ich da unten? Hallo, Herr Direktor. Also diese Tür da. Ist das eigentlich ein Unisex-Klo? Weil da oben so Symbole drüber sind? Weil das sind wie beides Leute in Robe. Ich hoffe, hier kommt übrigens niemand vorbei, weil dieses Klo hat einen gewissen Mangel an. Oh. Ich meine, wer sollte schon noch so ein Klo hier vorbeikommen, ne? Dann der Typ hat ja auch eine mächtige Sitzung. Hö? Mir fehlt halt so ein bisschen die Möglichkeit. Warten Sie auf Mr. Portman durch. Dann bin ich mal gespannt, was es mir bringt übrigens, ne? Frisches Gesicht. Genau, hier bin ich mich jetzt mal reingestürmt. Weil da einfach irgendeine Wache dran vorbeigelaufen ist. Jason Portman. Ja, ich bin da. In der Tat.
gentlemen. Mr. Portman is with me. No What's need up? To bother him with unnecessary security measures. So, facial surgery tends to heal pretty quickly. But I understand yours was quite extensive. Don't worry though. We've got the best facilities here. You'll get those bandages off in no time at all. Klippt die Kamera durch die Wand durch, na großartig. Ist jetzt bloß die Frage, was mir bringt. Ich bin jetzt. Ach, renn ich wieder gegen mich gegen. Excuse me, you're making me very uncomfortable. Das bricht halt sowas von. Das bricht halt sowas von die Immersion, ne? Stretch those legs. I do love the options available here at Gamma, but I imagine it can get tedious to lie in bed all day. If you haven't been to the gym yet, you should really go. Hi. Also nicht gut, das bin ich jetzt im Hospitalbereich, ne? I read the latest test results that Kai published on the internal network. You're in good shape, Mr. Portman. So alt ist er auch, ne? Back on the sake, but otherwise you're doing well. Should be able to go back home real soon. Das kommt, das eigentlich ist ja wahrscheinlich das die ganze Einrichtung hier relativ angenehm, ne? So im Großen und Ganzen. So ein bisschen wie das Resort. Guck mal, hier ist hier. Observation Room. Hm. How are you, sir? Oh, Grüße. Guck mal, er hat auch eine Brille auf. Haben die alle eine Brille? Okay, Mr. Portman, your surgeon is in here. He should be ready for your checkup. Have a nice day. Smart way to get inside, 47. Well done. Mr. Portman, thank you for waiting. If you can just sit down for a moment, I'll get started right away. So, let's have a look at you, Mr. Portman. Be still as I remove the bandages. Oh my, it's astonishing. Not only are you the spitting image of Helmut Krueger, the swelling has completely subsided and there's not a trace of bruising. If I didn't know any better, I'd say you'd never undergone surgery. It's perfect. Er hat sogar ein Helmut Krueger Medaillon rum. I'm sorry. This is very emotional for me. Das ist ein sehr emotionaler Moment für ihn. Es tut mir also voll leid, dass die guten Mann hier wegwürgen müsste, ne? So, Jüri. Haben wir. Ich könnte sein Wasser vergiften. Thank you for the follow, by the way. So. Kannst du der Chirurg werden? Natürlich kann ich der Chirurg werden. Ich weiß noch nicht so richtig, was es mir bringt, aber... Was ist hier ein Fitnesstrainer? Ah, nee, das ist ja ein Amt. Botulinumtoxin? Ich kann das nicht mal nehmen. Hm. Also die Wachen challengen sich gegenseitig, das Zeug zu machen, da großartig. Kann ich das einfach so nehmen, oder? Was ist denn das überhaupt? Ist das ein tödliches Gift? Es ist ein tödliches Gift, das ich jemandem zum Essen geben kann. Aber eigentlich brauche ich das nicht wirklich, ne? Wen will ich denn damit umbringen? Sodas ist ja irgendwie nicht erreichbar, glaube ich. Also der ist zumindest nichts, weil er muss ja vor der Operation wahrscheinlich nüchtern sein. Und wenn ich Yuki umbringen möchte... Dann würde ich ja eben den Fisch vergiften, ne? Also wäre es auch egal. Was will ich mit diesem Gift? Mal ohne Witz? Es ist zwar gut zu wissen, dass es da ist. Botox tödlich? Aber... Oh, ist das Botox? Hallo Horn, nebenbei bemerkt. Botulinum-Botoxin. Na gut, das ist... Ja gut, wir sind hier in der Schönheitsdingsbums, ne? Was redet der da? Er labert zu viel. Aber Botox ist ein Nervengift, ne? Was passiert, wenn man das direkt initiiert? Fällt das auf? Aber das da hinten ist, glaube ich, der andere Arzt, ne? Mal. Superhuman Healing?
Nifty. Well, at this experimental stage, the procedure takes several days. But if he gets the right approvals, Ron believes he can soon have it done in a few hours. Aha. Stammzellenbehandlung. Der Kardiologe Nicolas Laurent hat bei einem zweifachen Herzempfänger offenbar ein experimentelles Stammzellentherapie eingeleitet. Die Behandlung ist derart effizient, dass sich der Heilungsprozess des Patienten spürbar beschleunigt. Könnte dieser Patient Eric Saunders sein? Tja. Oh, hi. Well, he's gonna make a bundle. Well, technically, Ether holds the patent. But no, Nicolas Laurent won't be left wanting. Yeah, hey, well, good for him. Schön für ihn. I don't like the administration being so cavalier about the law. Oh, you'll get used to it. Boah, da gibt's aus dem vergammelten Dosenfleisch? Das ist ja cool. Oh, 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 oh! Upsi! Ich wollte ihn eigentlich nur würgen! Aber ich glaube, als Arzt erkennt mich keiner, ne? Ja. Also als Arzt bin ich, glaube ich, wesentlich besser dabei als Chirurg, ne? Ja. Ich hatte die Schere noch in der Hand. Ups, Allah. Naja. Vergammeltes Dosenfleisch bildet auch Botox? Aber wahrscheinlich, das... Wie kommt das? Wird das durch einen Pilz gebildet? Oder wie das ist das? Also diverse Sachen bilden sich ja irgendwie durch Pilze, ne? Achso, die Frau trinkt ja aus dem Wasser. Wenn man isst, stirbt man? Also so sicher tot oder so... Das ist halt, wenn du sonst nichts machst und du merkst halt die Vergiftungserscheinung. Ich meine, das ist ein Nervengift. Das, ich habe jetzt keine Ahnung, wie genau Botox funktioniert, aber es gibt ja irgendwie... Was war denn das? Das ist der Stiefbruder von Kim Jong-un wurde zwischendurch letztes Jahr mal umgebracht und irgendwie zwei Nutten ihn irgendwie mit... Was war denn das? Auch so relativ harten Neurotoxin eingeschmiert haben. Dagegen kann man auch was machen. Und ich glaube, das Gegenmittel für das Nervengift ist, glaube ich, Atropin. Was auch ein Gift ist. Aber das verhindert irgendwie, dass das Zeug andocken kann. Ich krieg das gerade nicht auf die Kette, wie es genau war. Aber das war halt... Gib Gegenmittel, okay. Ja, aber merkst du es vorher oder sammelt sich das einfach nur an und du kippst einfach um? Das wird wahrscheinlich nicht sein wie so eine Schwermetallvergiftung, nehme ich mal an. Bin ich gedacht, wenn die Wunge in der medizinischen Behandlung. Wir müssen übrigens immer noch der Dingens werden, ne? Der Direktor. Irgendwie. Ich bin kein Arzt. Sorry. Ich brauche mehr Ärzte in mein Stream-Team. Ich brauche Leute mit Ahnung. Ich brauche ein ganzes Experten-Team, damit ich irgendeine obskure Frage in irgendeinem Spiel stelle. Ich sehe, wenn man ganz muskelschwach ist, dann ist man tot. Ja, gut, das ist... Dann stelle ich mir ungefähr vor, wie es so läuft. Denkst du, naja, irgendwie heute fühle ich mich schlecht und tot. Toll. Ich brauche die Burnout 11. So, darf ich jetzt Arzt das Botox mitnehmen? Auch nicht? Och. Warum erkennt mich denn diese Dreckswache da draußen? Wissen die auf einmal, wie alle Ärzte hier aussehen? Ah, ja, kennt der Kollegen. Schlecht. Irgendwie bin ich jetzt Arzt hier nicht halb so sneaky, wie ich dachte, ne? Habe ich... Dreht er sich immer noch mal um? Ich hätte jetzt gedacht, als Arzt bin ich hier ganz schon unauffällig, aber irgendwie eher nicht, ne? Ich speichere das jetzt trotzdem mal ab. Meine Ansicht ist der Arbeitsstand ja erstmal gut. Ich kann ja auch wieder Chirurg werden, wenn ich möchte. Okay, das ist aber... Als Arzt müsste ich ja trotzdem erstmal schon mal ein paar gute Türen aufkriegen, ne? So, ich war da mit dem Piloten, ne? So, und hier oben. Ja, jetzt noch eine scheidegrenzte Pistole, das wär's. Hier oben kann man, glaube ich, Unsinn mit den Eiszapfen machen, aber ich weiß nicht genau, wie man die abkriegt. Ob man die abschießen muss, ob man die... Nee. So schon mal nicht. Ich habe gerade gespeichert, ne? Wir probieren nochmal. Kann ich die abschießen? Ah. Was gehen nur die Großen? Er denkt irgendwie, man feuert hier eine Waffe ab. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie er zu diesem Eindruck kommt. Der Fieser in der Kiste, dass man meistens nicht mehr erkennt, was selten ist. Ja, das Ding ist halt bei gammeligen Dosen, ist halt so eine Sache, ne?
Von wie gammligen Dosen reden wir denn da gerade? Der Trick ja an so Dosen ist, das ist ja sowieso so Bodendosen. Da rechnet man ja, dass die im E-Fall halten irgendwie 20 Jahre, ne? Also, das ist ja das nächste Ding. Ne? Gammelige Dosen. Ja, aber wie gammelig? Also. Hat er gerade den komplett. Hat er gerade, um den Stuhl richtig hinzusetzen? Eigentlich könnte ich nur einfach bewusst so schlagen und rausschleppen. Oder? Aber interessanter Trivia-Fakt. Leute mit zu viel Botox, mit alten Dosen sterben an Botox-Vergiftung. Geil. So, was mache ich eigentlich? Sneaky. So, und die Wachen? Scheiße, die Wachen kommen hier rum, ne? Das hatten wir letztes Mal schon mal das Thema. Naja, lagern wir ihn halt draußen, wo ihn keiner sieht. Ich ahne, dass ich letztes Mal ganz schön geschimpft habe, weil ich hatte den. Ich glaube, ich hatte meine Eindeligwänden hier unten hingepackt und dann wurde da Ori sehen. Und dann musste ich den ganz bis nach hier oben schlagertreppen. Das ist Surströmming. Weil ich glaube, der Witz an Surströmming ist, dass das so vergammelt. Es sind bestimmt nur bestimmte Sachen, die vergammeln können, oder? Er sagst du nur, warum? Weil er mich sieht, wenn ich an ihm vorbeirenne. Und ich muss durch die andere Tür. Hallo Mellamosch, den Ball. Ich weiß, das ist eine berechtigte Frage, aber er ist ja nicht tot. Er lebt ja noch. Ich habe ihn nur gewürgt. Jetzt kannst du dir natürlich eine Frage stellen, wie eine mehrstündige Bewusstlosigkeit infolge eines von Sauerstoffverlust irgendwie sich vielleicht eventuell negativ die kognitiven Fähigkeiten auswirken kann. Aber an sich lebt er noch. Guck, er lebt noch. Man kann ihm noch das Genick brechen. Also ich habe darüber schon lange philosophiert, dass es an sich ist natürlich völlig klar, dass also, wenn du, glaube ich, mehr als ein paar Sekunden bewusstlos wirst, dann ist, glaube ich, richtig schlecht eigentlich fürs Gehirn. Aber das ist natürlich vollkommen klar, warum es einen Hitman diese Möglichkeit gibt. Weil das Ding würde niemals durch den Jugendschutz kommen, wenn deine einzigen Möglichkeiten wären, halt die Leute zu töten oder halt nicht die bewusstlos zu wirken. Und das Spiel würde halt hart unrealistisch werden, wenn du halt die Leute nicht bewusstlos wegwirken kannst. Das geht halt nicht, ne? Das würde halt überhaupt nicht funktionieren. Ich meine, es ist erstaunlich schwierig, Leute nicht bewusstlos zu, nicht zu töten, ne? Was? Ach, scheiß Kamera, na gut, ist mir egal. Secondary Control? Oh. Fehlendes Objekt. Ach, was ist, wenn man die Heckkarte hat, könnte man das machen, oder was? Operation unterbrechen? Das geht so einfach? Morning. Operations procedure overwritten. Warning. No vital signs detected. Commencing resuscitation procedure. Charging defibrillator. Uh-huh. Ready. 3, 2. Klappt es? 1. Clear. Kai ist darauf programmiert, im Fall eines Herzstillstands mittels des Defibrillatorsystems umgehend Reanimationsmaßnahmen einzuleiten. Da kann ich wieder mit gefährlichen Halbwissen glänzen. Ich meine, es ist so, dass der Defibrillator dich nicht wiederbelebt, wenn dein Herz komplett stillgestanden ist, sondern dass es halt irgendwie die letzten Bewegungen nochmal ranbringt. Aber wenn ein kompletter Herzstillstand ist, ist es, glaube ich, so oder so vorbei. No. Der verbaut ein schusssicheres Glas in der Klinik! Wer macht denn sowas? Wirklich mal, ohne Witz! Wer verbaut denn bitte schon. Wirklich, das ist ja wohl der letzte Ort, wo man kuhsicheres Glas braucht. Wir sind doch nicht in der Bank! Ein Defi tötet, also so wie man sich das vorstellt. Ja, das war in. Was für Schnurk machen wir? Defi tötet seine Herzen und dann hofft man, dass es wieder anspringt. So war das? Ist resettet? Okay. Seht ihr, gut, dass ich immer vorher sage, dass es gefährliches Halbwissen ist, ne? Als der Defibrillator tötet, wissen wir spätestens seit Battlefield 2, wo man als Sunny durch die Gegend rennt, um die Leute mit dem Defibrillator aus dem Leben wegzuflitschen. Das war ein großer Spaß. Okay, warte, im Nachhinein, die Frage von, warum ich den armen Mann gewürgt habe, war eigentlich unnütz, weil ich sehe gerade, das war wirklich nicht nötig, weil ich sehe gerade, das habe ich gerade dreimal, ich sehe gerade gesagt, dass der hier sich zwar nie umdreht, der Typ war das Problem, und ich dachte, der dreht sich ab und zu mal um, dass ich durch die andere Tür muss, aber tut er gar nicht. Also ich.
Ja, Greenlight, genau. So, das ist auf jeden Fall keine Möglichkeit, wie wir so das tot kriegen, ne? Ach man, diese dumme Kamera. Ich lade jetzt aber nicht viel in dieser scheiß Kamera her. Ich kann die Kamera eh nicht ausschießen und entscheiden für Pistole. Okay, das bringen wir sie. Hier wäre Kai. Hier ist noch eine Kamera. Hey, who are you? Aber interessant, dass sie sich da Sorgen darüber machen, dass sie alle ihren Job verlieren. Ich glaube, vollautomatische Operationsroboter gibt es nicht, ne? Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen riskant. Da bräuchte es halt wirklich eine hohe KI für. Es gibt aber, glaube ich, es gibt auch so Mikrochirurgie. Da benutzt man, glaube ich, so eine robotergesteuerten Dinger, ne? Aber ich komme gar nicht in den Beobachtungsraum rein, sehe ich gerade, weil ich müsste dafür nämlich. Ich will nicht durch eine Kamera rennen, aber ich würde mir diesen Dialog gerne anhören. Oh, komme ich hier? Auch nicht? Achso, hier komme ich auch an. Das war der falsche Beobachtungsraum. Ich würde gerne den anderen. Die Typen da vorne stehen. Die machen sich ein bisschen Sorgen, dass es irgendwie. Is Eric Soders, former training director at the ICA. Regrettable. Mhm. Um meinen Punkt vorhin noch zu Ende zu bringen, was ich meinte, dass das halt irgendwie schwierig, Leute nicht umzubringen ist, dass, wenn du halt jemanden wirkst, denn der verliert irgendwie das Bewusstsein, hast du halt irgendwie so relativ schnell, glaube ich, Folgeschäden. Und wenn du das. Oder Leuten um den Hinterkopf zu hauen, bringt ja mindestens irgendwie ein schweres Trauma, wenn sie davon bewusstlos wären. Und das ist halt irgendwie total schwierig, ne? Das ist halt, du kannst halt Leute nicht einfach betäuben, du kannst ja nicht mal irgendwie, das ist halt so, irgendwelche Betäubungsmittel reinhauen, das ist, ich meine, das ist die meisten K.O.-Tropfen, die wirken ja auch nicht sofort, ne? Und das ist der Klassiker Chloroform, das dauert, glaube ich, Minuten, bis es wirkt, richtig. Also, wenn du halt die richtig harten Betäubungsmittel hast, also ich hatte da neulich auch eine Weisheitszahn-OP, da war ich auch innerhalb von ein paar Sekunden weg, das ist, glaube ich, ziemlich rasant schwierig, das richtig zu dosieren. Also, wenn du nicht vorher genau das Gewicht deines Opfers kennst, tötest du sie damit auch schnell. Oder das passiert einfach, und die werden halt einfach nur müde. Man weiß gar nicht, was passiert, wenn du es unterdosierst, aber wahrscheinlich wachen sie dann ganz schnell wieder auf. Also, wenn du Leute halt wirklich kontrolliert und wie für längere Zeit bewusstlos kriegen willst, musst du das halt hart überwachen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das wäre also für einen Hitman-Spieler auch nicht wahr. Also, auch keine Möglichkeit. Ich meine, du brauchst ja nicht viel Betäubungsmittel. Er könnte quasi über eine Spritze mit sich rumschleppen mit ein paar Litern Betäubungsmittel drin. Oder wahrscheinlich würden 100 Milliliter reichen, oder? Das ist, wie war denn das? Das nächstes halbe gefährliches Halbwissen sind die Amis haben eine Opiatkrise und dann haben die ganze Welt, weil die Betäubungsmittel immer besser werden. Und das, jetzt habe ich den Namen von dem Zeug vergessen. Auf jeden Fall, das ursprüngliche ist relativ unpotent und es sind aber irgendwelche chemischen Ketten, die relativ leicht zu falten sind, dass sie irgendwie gleich 100 mal so viel, Fentanyl, genau. Und es gibt noch irgendwie Das zehnfach gefaltete Fentanyl, das ist chemisch total einfach herzustellen, wenn du es machst. Und es ist so behindert potent, dass da irgendwie 10 Milligramm von reichen, um dich zu töten. Und dann gibt es noch das nochmal viel potentere Fentanyl. Und es hat eigentlich überhaupt keinen Einsatzzweck, außer du könntest das hochpotentes Gift verwenden. Und es ist halt behindert effizient. Und da bräuchtest du halt echt nicht viel von. Da brauchst du irgendwie Mikrogrammdosen. Genau, die haben dann. Das ist ja, genau, das hat man macht da bei der SC. Und das kann 47 aber nicht machen. Ich meine, das würde seinem Beruf ja nicht direkt entsprechen, dass er neben seinem Opfer sitzt und guckt, na, nippelt er mir ab? Nein, nein. A Director's Office. Okay, wir müssen der Direktor werden, das hilft ja alles nichts hier. Also gut, dass wir jetzt Arzt geworden sind, aber irgendwie bringt uns das überhaupt nicht weiter, ne? Also nicht mal so ein bisschen. Spinner, das weiß, das ist trivia. Also das ist halt das Problem, ist das immer gefährliches Halbwissen. Also, das alles, was ich immer erzähle, prüft das bitte nach. Ich erinnere mich da immer gerne falsch, oder das ist, oder wie ich es auch gerne nenne, das ist so kompiliertes Wissen. Also ich habe mal irgendwann mal. Ich hab das halt irgendwann mal gelesen, habe da irgendwie eine Erkenntnis draus gezogen, aber die kann A falsch sein, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Erkenntnis gezogen habe, nicht alles gewusst habe, was es dazu zu wissen gibt. Und naja, das ist halt. Und die chemische Zusammensetzung mit dem. Oh, hier sind die ganzen Wachen. Die chemische Zusammensetzung von dem Fentanyl war halt auch so ein Ding. Das ist irgendwie. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Kompiliertes Wissen, nein, kompiliert, wie compilen. Das Wissen kommt halt daraus zusammen, dass ich mir was gelesen habe und dann kommt daraus die Erkenntnis zusammen, aber ich habe das Grundwissen nicht mehr, was für die Erkenntnis notwendig war. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Was bin ich hier? Naja, das bringt mir halt gar nichts, ne? Da vorne ist der Pilot. Aber schön, dass hier extra eine Lücke ist, dass man da in den Wasserfall rangehen kann. Ist das in Hokkaido eigentlich jemals warm? 47, I have intel regarding the pilot. I managed to gather intel from the hospital security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent rendezvous with the helicopter pilot near the remote personnel exit.
And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Wie gesagt, Sauerstoffgewährleisten haben keine Hirnschäden entstehen. Ja, das ist ja ein bisschen das Problem, ne? 47 wirkt die Leute immer in die Bewusstlosigkeit. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo die Leute halt irgendwie bewusst irgendwie Sauerstoffmangel haben, kurzzeitig. Aber ich glaube, eigentlich müsstest du kurz danach wieder aufwachen. Auch dieses Filmding, wenn so die Leute so umhauen, das funktioniert halt auch nicht ohne irgendwie größeres Traumata, ne? Also ich glaube, es ist halt sehr schwierig, Leute bewusstlos zu kriegen, ohne sie direkt umzubringen. Also wenn dir halt irgendwas an den Leben von Leuten liegt, dann ist es halt sehr schwierig. Ich glaube, der Klassiker ist, glaube ich, so ein neueren Film, dass die Bösen halt dann immer mit der Spritze unterwegs sind und die Leute halt irgendwie kurzes Betäubungsmittel in den Hals hauen. Kann man Nazi hinkommen? Oha. Ja. Ja, ja, Maul. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gemacht mit dem behinderten Piloten und habe denen dann irgendwelche... Habe ich, glaube ich, Brechmittel oder Zeug gegeben oder was anderes? Auf jeden Fall die Fallschnurrung, das hat überhaupt nichts geändert, ne? Da ist er. Ach, das ist der Chefchirurg. Was passiert, wenn ich den Chefchirurgen erschieße? Ist das ein Splitterrand? Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, wo ist Jungs? Da lang! Bestimmt noch woanders! Das ist halt so ein bisschen... Ja. Wie gesagt, mit den Chefchirurgen, da hat mich letztens noch nicht gebraucht, ich da mal. Das bin ich wieder hier, ne? Gut, dass wir das nochmal laden. Chefchirurg tot? Ja, aber es ändert ja nichts, weil eigentlich die Operation macht ja keine. Also es ändert halt gar nichts in dem Sinne, ne? Naja. Gut, Freunde, also, es ist schon wieder 5 nach 23 Uhr. Eine gute Uhrzeit. Guck mal, hier könnte ich auch noch Leute verstauen. Ich hätte sie einfach nur bewusst schauen können, dann hätte ich den armen Tropf, der draußen jetzt in der Kälte liegt, auch hier verstauen können. Übrigens, apropos Kälte draußen, ich muss da mal an so ein Meme von, was Batman gezeigt hat, erinnern. Batman tötet keine Leute. Stattdessen lässt er sie bei minus 10 Grad draußen auf irgendwelchen Häuserdächern rumliegen, wo sie bestimmt bis zum nächsten Morgen nicht gefunden werden. Ein echter humanitärer Mensch, dieser Batman. Ja, ne? Gleiches Ding, sag ich, Batman haut die Leute auch immer bewusstlos, ne? Also, er hat jetzt irgendwie noch so ein Betäubungsgas, aber das darf man abgesehen. Der ist auch nicht besser als 47. Naja, unabhängig davon, wir sind fertig für heute.